Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich bei der Zoobox beim Aquascaping Event. Ich denke, wir werden alle richtig viel Spaß haben. Dave Shaw aus Hongkong. Komm her! Wir schauen mal, wer das da ist. Also einmal der Stefan ist da, Alex und der Flo. Mal schauen, ob schon was los ist. So, es hat sich wieder einiges geändert hier, also hier die neue Pflanzenanlage. Ich werde nachher noch eine Tour machen. Schon der Stefan redet da drüben auch. Ich werde nachher noch eine Ladentour machen und heute werde ich mich mal so mit auf den Workshop oder auf die Workshops stattfinden. Also hier ist schon einiges los. Hier gibt es dann gleich einen Workshop von Roland. Da über Afrika Aquarium, ich glaube, ich richte da eins ein. Hier sind ein paar Sitzplätze. Aber ja, ich bin gespannt, ich weiß noch nicht genau, was ich bei dem Video heute hier alles filmen werde. Also wie gesagt, vom Workshop immer so ein bisschen was und vielleicht immer Leute, was ich hier treffe. Und dann schaue ich, dass ich nachher noch eine Ladentour mache und vielleicht noch ein paar Videos über Fische oder so. Werde ich mal schauen, was es so ergibt. Das Ding ist halt immer bei Aquascaping, es ist immer eine gewisse Problematik mit den Fischen da. Wir haben sehr viel Licht auf dem Aquarium, was für Schwarmfische meistens ein Problem ist, weil sie halt eher aus Biotopen kommen, die eher dunkel sind. Hölzer zusammengesucht. Es gibt durchaus Biotope, wo die Hölzer so stark ausgewaschen sind, wo also wirklich durch das jahrelange Liegen in der Strömung diese schönen Strukturen entstehen. Und da kann man eigentlich wirklich ein schönes, naturnahes Biotop damit gestalten. Flusslauf in der Trockenzeit, also in kleine, wollte ich diese Drachensteine hier verwenden von Adam. Das ist ein relativ neuer Stein, wirkt ein bisschen wie eine Sorte von Schiefer, ist es vermutlich auch. Bei uns ist der Schiefer halt eigentlich nur plattenweise da, aber Adam hat wohl in Polen eine Sorte gefunden, die halt viel strukturierter ist. Und so, der Roland ist gerade dabei, das Aquarium einzurichten. Er hat schon ein bisschen was erklärt. Ich habe jetzt so einen Biotop-Style, aber mit Aquascaping-Zügen, also auch schön eingerichtet. Bin ich gespannt. Etwas schwierig, aber okay. Das hat ihr Badezimmer. Ich weiß. Der Fabian ist da auch schon am Steine raussuchen, weil er macht auch noch einen Workshop. Dann später, wo er ein Aquarium einrichtet. Bin ich schon gespannt. So, jetzt geht's schon ans Bepflanzen. Vielleicht danach das Aquarium zeigen, sobald es voll ist. So, ich weiß nicht, ob ich hören kann, weil da die Fischanlage ziemlich laut ist hier hinten. Aber das ist jetzt das Ergebnis von Roland. Ist jetzt in Dry Start. Ich weiß nicht, ob es dann auch noch gefüllt wird. Aber schaut echt ganz cool aus. Also so biotopmäßig mit so kleinen Wurzeln. Aber ist echt sehr cool geworden. Auch sehr natürlich mit den Kieselsteinen. Und auch die Steine hier sind cool. Also sehr nices Ergebnis. Ich bin schon gespannt auf das nächste dann von Fabian. Und ich habe auch schon gerade mit Adam Bastella gesprochen und er wird eines von den Großen einrichten, 150p. Das kommt dann am Abend. Also bin ich sehr gespannt. Ja, hallo. Ja, so jetzt sammeln sich die Leute. Jetzt macht der Fabian den Workshop. Aquascaping Contest Aquarium einrichten, also eine Light-Variante davon. Bin gespannt. Wird sicher cool. Gibt ja auch hier Livestreams von Zoobox und dann wird es die einzelnen Workshops auch einzeln komplett geben. Und jetzt suche ich noch das Aquarium von Volker, weil er hat das ja auch eingerichtet, das muss ja auch irgendwo stehen. Und dann schauen wir mal, wo das ist. Ich habe es gerade fast übersehen, aber hier steht das Aquarium. Auch noch nicht befüllt, ist halt jetzt zeitlich immer stressig. Aber so sieht das aus. Ziemlich flaches Layout, also ziemlich flaches Hardscape. Noch ziemlich viel frei, aber ich weiß gar nicht, was im Hintergrund ist. Das ist totaler Green. Spannend, also ich bin gespannt, ob man das nachher noch sehen wird. Also der untere Teil ist echt cool. Ich muss sagen, mir ist nach oben ein bisschen zu frei. Also wenn hier vielleicht noch eine Wurzel nach oben wäre. Aber sonst ist er nass geworden. Okay, jetzt geht's gleich los. Es fühlt sich, wird immer voller. Und man muss ja auch sagen, heute ist ja Freitag und bis jetzt war es Mittag, 12, jetzt glaube ich 14 Uhr. Oder 15 Uhr ist jetzt. Und jetzt haben halt mehr Leute Zeit, die nach der Arbeit kommen. Morgen wird es wahrscheinlich voller. So, der Fabian ist noch nach einer Stunde am Bauen. Ich werde mir das Ganze nochmal auf YouTube anschauen bei der Zoobox, weil jetzt bin ich meistens unterwegs und kriege gar nicht so viel mit vom Workshop, wenn ich immer noch gleichzeitig ein paar andere Sachen filme. Deswegen bin ich auch schon gespannt auf das Video da am Ende, was dann rauskommt von dem Workshop. Der Stefan und Thomas da klopfen gerade Steine für den Workshop von Fabian.
Wenn ich Vertrauen hätte, würde ich auch festhalten. Nehme schon glücklich, wenn ich dich davon eignen. So 2,5 Stunden sind rum, sind immer noch bei den Husky, aber ich glaube, bei den finalen Zügen ist halt natürlich schon eine lange Zeit, was man braucht für so ein Aquarium. Aber für so ein aufwendiges Layout ist es echt schon schnell. So, hier ist das fertige Aquarium, gerade ohne Licht, aber man kann ein bisschen was erkennen. Ist echt nice geworden. Vielleicht mache ich da morgen noch ein paar Aufnahmen. Das ist auch so im Dreistadt mehr oder weniger, dass einfach mal die Pflanzen frisch gehalten werden. Und ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig bepflanzt. Es sind noch ein paar Stellen, was ein bisschen frei sind. Vielleicht kommt da noch was. Aber es ist echt nice geworden. Also, cooles Layout. So, der Fabian hat jetzt noch ein bisschen was weiter gemacht und zwar noch mehr Details. Viele kleine Steine und auch noch Vordergrundpflanzen. Und auch noch mehr Pflanzen im Hintergrund hier. Also komplett fertig bepflanzt. Schaut jetzt auch richtig gut aus. Also es ist mir richtig gelungen. Ist sehr gut geworden. So, jetzt der Volker beim nächsten Aquarium. Der hat 2 Workshops heute. Der Nano-Tank. Ich glaube, er ist schon fast fertig. Also es geht bei ihm echt schnell. Das heißt, wird auch später hier so ein bisschen verhindern, dass das alles sich vermischt. So, jetzt geht's los mit dem Workshop von Adam Bastella. In einem 150p, also richtig großes Aquarium, 1,50 m, 60-60. Da sind schon einige Bodo-Stones vorbereitet. Ich bin schon gespannt, wie das Layout wird. Ja, da sind schon heftige Steine dabei. So Leute, ich mache kurz eine Moderation in Deutsch. Christian wird das gleich nochmal kurz ins Englische übersetzen, weil der Workshop wird in Englisch laufen. Wir haben ein paar Leute da, die kein Deutsch sprechen, deswegen machen wir das auf Englisch. Stream, hallo, da bin ich nochmal. Jetzt der letzte Workshop für heute Abend. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben den Meister auf Hardscape of Stone hier, Adam Pacella von Poland. Und ich bin sehr happy. Ich bin sehr froh, dass er hier ist und uns jetzt in die große Kunst der Mountains und in die große Kunst der Rocks and Mountains einführt. So würde ich das einfach mal sagen. Jetzt gebe ich an Christian weiter und dann wünsche ich allen hier viel Spaß und viel Freude mit dem Workshop von Adam. We are here all together having fun, having good aquascapes. And today we have the master of hardscape, the master of stones. Adam, have fun. Thank you so much. Also das ganze Aquarium wird nur eingerichtet mit Hardscape, ohne Bepflanzung. Deswegen benutzt er nur Sand, weil das soll halt lange hier stehen und wird halt dann nur mit Sand eingerichtet. Sonst würde er auch selber verwenden, wenn er das Ganze bepflanzen würde. Kriegt er noch ein bisschen Hilfe, den Sand einzufüllen. Ist ja bei so einem großen Aquarium echt viel Bodengrund, was da reinpasst. 1,50 Meter, 60-60. So, jetzt kommt der erste Stein rein, es geht los. Ich werde jetzt nicht so viel Filme von aufbauen. Das gibt es in einem Video von Sobox, denke ich mal. Ich werde dann nachher das Aquarium zeigen, wenn es fertig ist. Vielleicht dazwischen nochmal, wenn irgendwas Spannendes passiert. Aber sonst werde ich erstmal jetzt Pause machen und das Ganze genießen in Live. Yeah, so, heute haben wir Tag 2 und ich schau mal, wo das Aquarium von Adam ist. Also hier ist es mal nicht. Oh, hier habe ich es gefunden. Der Flo ist schon am Filmen. Also richtig nice, also die ganzen Perspektiven. Hier ist ein richtiges Gebirge. Das Ganze wird ja trocken bleiben, aber es ist sehr cool geworden. Auch die ganzen Details, ganz verschiedenen Sand- und Kiesarten, machen sich echt gut. Also sehr cool. Also ja, heute Tag 2 werden wieder einige Workshops sein. Ich glaube, dort Roland macht noch einen Workshop, dann die Theresa Lazar und dann am Abend der Dave Schauer, wird auch sicher sehr interessant. Also ich glaube, der Roland ist jetzt fast fertig. Also sind zumindest am Diskutieren wegen der Wurzel. Aber ist sehr cool geworden. So, jetzt findet der Workshop von der Theresa statt. Da hilft der Sascha gerade, da habe ich auch gerade ein paar Aufnahmen für sein Video gemacht. Macht dann natürlich auch wieder Videos, der ist jetzt auch gerade am Start. Also es wird sehr cool, das werden so Baumstümpfe. Bin sehr gespannt, wie das Ergebnis dann wird. Und sind gerade dabei, ich werde euch nachher noch einen Laufenden halten. Es
Es wird natürlich auch alles verklebt. Und da gab es gerade einen Tipp mit den Wattepads, dass sie die mit Kaffee oder so einfärbt. Dann sind die so bräunlich. Das ist jetzt die kleine Dennerle-Galerie hier, was der Volker eingerichtet hat für den Workshops. Und das ist das Neueste und das sieht auch richtig gut aus, dass er das Letztes gemacht hat heute. Mit den Wurzeln hier, die kleinen als Details, die färben sich dann noch dunkler unter Wasser nach einer Zeit. Also auch sehr cool geworden, also auch mit den ganzen Details hier. Und hier ist es auch wirklich bis nach oben ausgefüllt. Also das finde ich sehr nice, also gefällt mir, glaube ich, am besten von den drei. Aber es sind alle ganz cool geworden. So, das Hardscape ist fertig, das schaut richtig nice aus. Hinten ist auch eine Pumpe versteckt, die das Ganze oben bewässern soll. Also bin ich gespannt, wie das dann aussieht, wenn es voll ist. Aber schaut sehr nice aus. Also die Wurzeln hier. Also sieht man richtig, dass hier so ein Weg nach hinten geht und hier so Baumstämme nach oben gehen. So, das Aquarium ist fertig und es sind ganz viele Leute, die drumherum stehen und Fotos und Videos machen wollen. Ja, es ist sehr schön geworden, also auch die ganzen Details. Hier so auf den Wurzeln und der Übergang zu den Steinen. Sehr, sehr cool geworden und auch mit den Fahnen und dem Übergang. Richtig cooles Layout. Fällt mir sehr gut. Jetzt wird das Aquarium noch abtransportiert und an Wand gestellt. Das ist halt eher echt praktisch mit den Paletten. Tragen wäre halt echt schwierig. So, jetzt fängt gleich der Workshop von Dave Chow an. Bin echt gespannt, auch in 150p. Hab schon einiges vorbereitet. Das heißt, wird jetzt auch richtig interessant. Der letzte Workshop steht an. Es war zwei sehr krasse Tage. Für mich eins jetzt der Höhepunkt, der jetzt kommt gleich. Dave Chow aus Hongkong. Komm her! Ich denke, wir werden alle richtig viel Spaß haben. Wenn ihr Fragen habt, gerne, ihr kennt es von gestern, viele waren gestern schon da, die heute neu nachgekommen sind. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, Fragen zu fragen. Ja, dann habt alle viel Spaß, gute Unterhaltung und jetzt musst du kurz noch eine Einleitung, dann geht's los. And now we have David Chow for the next 2 hours. 2 hours. He said two. He said, I just asked him. For 2 hours, okay. For the next I need dinner. 2.5 hours, maybe. We will have David Chow, and he will escape that wonderful, what is that? 150? 150, 60, 60. Have fun, and... Die erste Wurzel, die er so reingelegt hat, schaut richtig krass aus. Er hat auch ganz anders angefangen, als ich anfangen würde. Er hat zuerst Sand vorne reingeschüttet. Und jetzt mal einen Stein zur Stabilisation der Wurzel. Jetzt kommt noch eine Wurzel rein, also recht schöne Stücke, was er da rausgesucht hat. Er meinte, er braucht so 2-2,5 Stunden. Bin ich gespannt. Das Aquarium wird auch komplett bepflanzt, deshalb kommt hier jetzt auch Bodengrund rein. Und hier das ADR-System, also den Power Sand zuerst. Und dann, ich denke auch Sol. Ah, hier ist Tropica Sol. Liegt auf jeden Fall viel bereits. Okay, jetzt wird noch so Watte verwendet. Ich denke mal zum Abdichten. Also auch interessant, dass er das auch so macht, oder? Oder legt er die jetzt unter? Ich glaube, er legt die unter als Schutz vom Glas. Also jetzt kommt, glaube ich, der große Stein. Also deswegen die Watte als Unterlage. Ja, das sind ja richtig große. Das sind die Dracula Stones von Adam Bastella. Das sind auch sehr interessant, wie so Schiefer, nur halt große und richtig nice Strukturen. Vor allem auch den, was er gerade in der Hand hat. Schaut echt krass aus. Okay, kommt der so senkrecht rein. Sehr interessant, was er davor hat. Okay, jetzt noch einer so stehend. Okay, und noch sein Riesenstein. Der Adam Bastella hilft ihm hier. Das ist natürlich bei seinem großen Aquarium echt alleine sonst schwierig. Vor allem bei so großen Steinen. Ich habe mich schon gewundert. Hier stand gerade der Chris, der von Sascha ein bisschen filmt. Und hier steht einfach eine Leiter, damit man hier so drüber kann. Und hier von der Perspektive filmen kann. Das ist echt witzig, dass hier so viele sind, die auch Videos machen. Ich bin gespannt, werden wir die auf jeden Fall anschauen, was die anderen auch machen. Aber es sind bestimmt viele verschiedene Perspektiven und Meinungen dazu. Also kann man sich schon mehr anschauen. Da hat man echt einen Überblick, wie viele Leute auch hier sind. Das sind schon einige. Es ist ja ein geschlossener Workshop, also nur auf Einladung von Thomas, weil sonst wäre einfach zu viel los, weil der Laden ist ja auch geschlossen und da wäre es halt einfach ein bisschen chaotisch, wenn zu viele Leute hier wären. Jetzt wird es noch stabilisiert mit Steinen. Ich glaube nämlich, dass der Dave keinen Kleber verwendet. Bin ich mal gespannt,
weiß noch, der hat mal einen Queen Aquarian Workshop gemacht und da hat er auch nichts verklebt und auch seinen richtig steilen, großen Stein verbaut. Also ich hatte ein bisschen Angst vor, weil wenn man mal anstoßt und er verrutscht oder fällt um, wäre halt schon sehr gefährlich. Aber es geht auch ohne Kleben. Ist halt mit, muss man halt mit sehr viel Bedacht pflegen. Da wird halt wirklich gerade versucht, die Steine hier mit ganz kleinen Steinen zu balancieren. Ich bin gespannt, vor allem weil das Ganze auch dann noch transportiert wird. Weil hier, das steht ja auf seiner Palette, muss dann irgendwo hingefahren werden. Bin ich gespannt, ob er da noch ein bisschen Kleber verwendet oder ob das wirklich nur balanciert wird. Okay, der Stein ist balanciert. Es kann auch jetzt ein Bauer sein von ADA, der Bodengrund dazu. Also, das ist echt krass, wie er den da balanciert hat. Man kann den kleinen Stein gerade noch sehen. Also, da, und ich glaube, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Der balanciert den eigentlich relativ großen Stein hier aus. Ich glaube, dass jetzt vor allem gerade am Anfang die Perspektive fast interessanter ist, wenn man sieht, wie wirklich der Stein hier nur so balanciert ist. Gerade hat er sich auch ein bisschen bewegt, wo er angekommen ist. Und von vorne sieht man gerade noch nicht so viel, weil er davor steht. Und jetzt kommt Zoll. Ich bin gespannt, wie viel davon gebraucht wird. Es wird voll einiges vorbereitet. Okay, es geht immer weiter. Es ist, glaube ich, noch ein oder zwei Säcke Soll sind dazugekommen. Und hier auf der linken Seite, auf dieser rechten Seite von vorne, sind noch ein paar so senkrechte Steine dazugekommen und jetzt noch seine Wurzel. So, jetzt werden noch alle Lücken gefüllt. Ich glaube, das Harzgewebe ist schon zum großen Teil fertig. Wahrscheinlich noch ein paar Details. Ist echt gut geworden. Ich muss sagen, anfangs war ich mir nicht ganz so sicher, wo die ersten Steine so senkrecht gebaut worden sind. Aber jetzt schaut es schon richtig gut aus. So, das Harzgewebe ist fertig und soll einen Drachen darstellen. Das ist sehr skulpturell, aber ist irgendwie cool. Also hier der Kopf vom Drachen und dann geht der Schwanz hier einmal rund um die Berge, also so eine Berglandschaft. Stefan und der Flosen gerade am Verkleben, damit das Ganze auch hält. Weil der Dave Chow ist kein Fan von Verkleben, hat auch viel von Amano gelernt und er hat auch nie verklebt. Aber so ein Holzstück muss man einfach verkleben. Become stable. I just put it down and then make a triangle floating. So, das war's jetzt von dem Wochenende hier bei der Zoobox. Es hat echt viel Spaß gemacht und war ein cooles Event. Und dann bis zum nächsten Mal.